Alter, was geht ab, Leute, hier? Kleiner Fortgag, weil ich habe gerade das Video geschnitten oder bin gerade dabei. Und zwei Sachen will ich noch vorlesen. Und ich weiß nicht genau, wo ich das reinschneide, weil es ist ein ziemlich langer Talk und ich will da jetzt auch nicht allzu viel rumschneiden. Ist ein 20, fast 20 Minuten Random Talk. Ich habe es hauptsächlich gemacht, um mich abzureagieren. Aber für alle, die es interessiert und mich einfach hier jetzt 20 Minuten ranten und ragen sehen wollen, die können sich das gerne geben. Und wenn ihr eure Meinung, wenn ihr eine Meinung dazu habt, gerne unten in den Kommentaren, weil ich denke, die meisten kennen solche Situationen. Also hier nochmal. Das habe ich nochmal geschrieben. Und schaut das Video an und dann geht vielleicht nochmal hier an den Anfang, damit ihr das auch versteht. Was ist so schlimm daran, kurz in die Gruppe zu schreiben, egal ob WhatsApp oder Telegram, hey Leute, wir machen den Raid hier, damit Leute den auch machen können. Ihr könnt doch ohne Probleme in eurer Gruppe in der Ecke abhängen, müsst mit keinem reden, einfach nur sozial sein und kurz Bescheid geben, um anderen die Möglichkeit zu bieten. Bin ich so im Falschen, so ein schlechter Mensch dafür, dass ich so etwas erwarte? Bin ich der Böse hier, weil ich von den Topspielern in der Community erwarte, den Leuten zu helfen? Ich kann es einfach nicht begreifen, dass es solche Menschen gibt. Immer rumholen, wie schlecht und schwach die anderen Spieler sind. Ja, wie sollen die denn gut werden, wenn ihr nie mit denen raidet? Da habe ich noch eine Nachricht geschrieben, weil manche Leute genervt davon sind, dass es halt Streit in der Gruppe gibt und die meinten, wir sollten das mal privat klären. Dazu habe ich dann was geschrieben. Das ist aber kein privates Problem. Ich habe nichts gegen die Leute persönlich, nur gegen ihre Art und Weise im Spiel und gegenüber unserer Caps Lock Community. Dementsprechend sollte das auch in der Caps Lock Community besprochen und geregelt werden. Wenn ich privat Probleme habe, dann wird das privat geklärt. Aber das ist kein privates Problem. Es geht um die Community. Es geht um die Leute, die niedergemacht werden, um die Leute, die dumm angemacht werden, um die Leute, die keine Chance bekommen, einen Raid mitzumachen. Leute wie dich zum Beispiel. Weil die hatte sich aufgeregt, dass ich oder wir das alles in der Chatgruppe regeln. Dieses Hin und Her. Und sie meinte, klärt das doch privat. Und ich denke mir, Digga, ich mache das gerade für Leute wie dich und du regst dich dann auf. Zum Beispiel vorletzte Raid schon und du hast mit uns geradet, weil wir versuchen, die Gruppe zu fördern. Kennt ihr, dass ich das immer versuche. Was wäre gewesen, wenn ich Bock gehabt hätte, mit meinen Freunden in der Innenstadt zu raiden? Du hättest versucht, ein paar Raids hier zu machen, ohne Erfolg. Weil niemand sonst geradet hatte oder das organisiert hätte. Obwohl aber eine Gruppe unterwegs war, der du dich für ein paar Raids hättest anschließen können. Problem ist, diese Gruppe ist diese Asi-Gruppe, um die es jetzt geht, die Probleme macht. Die sich nie meldet, die nie mit anderen mitradet. Man kann halt sich nicht immer beschweren, wie tot die Gruppe ist und die Leute niedermachen, aber nie was dafür tun, dass es besser wird. Wenn niemand was sagt, wird sich besser. Es wird sich nichts ändern. Es wurden ein paar Spieler dumm angemacht. Von besagten... Das erzähle ich euch später noch. Ich lese das doch nochmal schnell vor, weil sonst ergibt der Rest des Textes keinen Sinn. Es wurden mal ein paar Spieler dumm angemacht von besagten Problemleuten, weil sie einen Raid abgesagt hatten, obwohl sie zu fünf waren. Es haben dann zum Beispiel gesagt... Ich habe dann zum Beispiel gesagt, hey, anstatt die Leute dumm anzumachen und sich lustig zu machen, wie wäre es, wenn ihr die Leute unterstützt und Mut zuspricht, Tipps gebt und dafür sorgt, dass sie den Raid schaffen? Normal, oder? Leute mit Anstand und Moral und würden das machen. 20 Leute schreiben mich privat an, hey, super von dir, endlich einer, der denen mal die Meinung sagt, blablabla und so weiter. Ich so, wieso schreibt ihr das nicht im Chat, damit die das sehen? Damit die lernen, dass sie was Falsches machen? Keiner wollte die verärgern, keiner wollte was gegen die sagen. Und jetzt bin ich der Böse, weil ich der bin, der was sagt. Als geschlossene Gruppe, auch wenn die Gruppe schlecht oder böse ist, ist natürlich subjektiv. Wenn du der bist, der was gegen diese Einheit sagt, dann bist du natürlich automatisch der Fremdkörper, der böse ist. Obwohl du nicht der Böse bist, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Und natürlich plus die Art und Weise, wie ich rede, natürlich. Und kein Blatt vor den Mund nehme. Das ist natürlich, würde ich mich gehobener ausdrücken, dann würde das vielleicht etwas besser rüberkommen. Aber das ist nicht meine Art. So ist die Zeit vergangen. Und all die Zeit hat keiner was gegen die gesagt, so lange, dass sie jetzt denken, dass ihr Verhalten okay ist. Was es aber nicht ist. Also nein, hier wird nichts privat geklärt, weil mich privat das null juckt. Ich kann überall in München Raids machen, das wird hier öffentlich in der Gruppe geklärt, für unsere Community und die Menschen, die es betrifft, auch wenn sie nicht mal wissen, dass es sie betrifft. Und jetzt weiter mit dem Video. Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit einer Storytime. Es geht noch um Pokémon Go. Es geht um die Nachbarschaft, die Community. Juckt mich jetzt. Es juckt mich immer noch, weil ich bin immer noch Teil davon. Ich sehe gerne, dass alles gut läuft. Ich bin immer noch Admin. Dass die Leute da alle aufeinander achten. Und heute ist wieder was passiert. Die Gefühle begonnen wieder auf. Ich würde es auch noch ernster nehmen.
wäre ich noch tief im Spiel, aber ich bin auch kurz davor, wieder auszuticken und ein paar Sachen zu schreiben. Deswegen hier das Video. Ihr seid so eine Art Therapeut. Ihr seid jetzt mein... Ich rede mir jetzt einfach alles von der Seele. Ist vielleicht nicht ganz so interessant für die Leute, weil das ist natürlich ein internes Dilemma. Aber vielleicht möchtet ihr diese Story hören, was hier jetzt los ist und eure Meinung dazu geben. Wie würdet ihr das handhaben? Was kann man machen? Vielleicht ist es auch so, dass ich komplett im Unrecht bin. Man weiß ja nie, kann sein. Man denkt ja immer, man ist im Recht. Was lustig ist zum Beispiel, ein Kollege, der spricht, was war das nochmal? Der spricht irgendein Wort ganz, ganz komisch aus, aber er denkt halt, dass man es so ausspricht, aber man spricht es halt gar nicht so aus. Wisst ihr, was ich meine? Dementsprechend, es kann ja sein, dass ich so hart an mich selbst glaube und denke, ja, ich bin im Recht, aber dabei bin ich ja der vollkommen im Unrecht ist. Kann auch sein. Falls das so ist, könnt ihr gerne eure Meinung unten in den Kommentaren schreiben. Es geht um die Community hier. Es ist nicht die stärkste Community in München. Muss man ehrlich sagen, nicht viele Raids kommen zustande oder kamen nicht zustande, weil momentan geht es eigentlich. Und es gibt jetzt eine Gruppe an Leuten. Das sind die Bösen sozusagen, die Feinde. Kann man natürlich nicht so sagen, weil es gibt immer verschiedene Seiten und dies, das. Man kann nicht alle dazu zwingen, aber in letzter Zeit gibt es halt immer mehr Probleme. Ich habe auch schon vieles jetzt gemacht, was ich euch erzählen werde. Auf jeden Fall, es gibt einen, das ist Andreas, sein großes Ziel, sein großer Traum ist es, dass ganz München Telegram verwendet. Was an sich ein cooles Ziel ist, weil es einfach, es vereint alle Stadtteile, weil momentan ist es halt so, du gehst in den einen Stadtteil, es gibt eine private WhatsApp-Gruppe, du gehst in den anderen, die benutzen die Telegram, dann anderer Stadtteil, der benutzt wieder Discord. Und der versucht jetzt immer mehr Stadtteile auf Telegram zu bringen, was auch momentan ganz gut läuft. Man kann wirklich, es ist super leicht, du kannst in jedem Stadtteil gleichzeitig raiden, ihr wisst, was ich meine, von einem Stadtteil zum anderen, ohne da irgendwie Probleme zu haben und immer einen Raid zu finden. Und das Ganze ist halt auch mit der Map kombiniert. Und man sieht halt die Raids, also Raid-Map, man sieht die Raids, man sieht, wer eingetragen ist, man kann sich direkt über die Map eintragen, also alles eigentlich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, man sieht halt auch den Raid an sich, man sieht die Attacke, falls zum Beispiel jetzt Richtiger mit Dracomitor war, ist, da braucht man ja ein bisschen mehr, also 3 ist da knackig. Ich weiß nicht mehr, ob das zu dritt geht, wahrscheinlich schon die Überklassen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und unser Stadtteil hat jetzt gewechselt vor... ich kann das gar nicht mehr einschätzen, aber auch schon eine Weile jetzt. Und jetzt läuft es eigentlich ziemlich gut. Sogar sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also im Nachhinein, top move. Es werden an Arenen geradet oder an Orten hier, wo sonst eigentlich nie geradet wird. Neue Leute sind dazu gekommen, Leute, die nicht in der WhatsApp-Gruppe waren, die uns jetzt entdeckt hatten und auch über die Map. Das ist ja jemand, der zum Beispiel hier einkaufen ist und mal nicht in der Gruppe ist, kann da reinschauen und sieht, ein Raid angemeldet ist. Und das mit den ganzen Raids und so, das funktioniert halt nur, wenn alles angemeldet wird. Klar, man kann immer privat irgendjemand schreiben und dies, das machen, aber um der Gemeinschaft zu helfen und die zu stärken, muss man halt immer alles anmelden. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall gab es dann Stress von gewissen Leuten. Yo, wieso wechseln wir auf Telegram und dies, das? Was kein Problem ist, jeder hat seine Meinung. Telegram war gewöhnungsbedürftig, kann ich verstehen. Ich war jetzt am Anfang auch nicht der größte Fan, aber mittlerweile, man gewöhnt sich dran. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Man gewöhnt sich schnell an Sachen, kein Problem. Was mich jetzt gestört hat, dass die Leute, die ihr Maul aufgerissen haben und gelabert haben, die Leute sind, die eh immer auf die Community scheißen, die eh nie was gemacht haben, die eh immer alle anderen ausgeschlossen haben. Und da bin ich ausgerastet, weil, okay, man kannte die Leute, man wusste, okay, das sind Assis, sage ich jetzt mal, die machen nie was für die Gruppe, für die Gemeinschaft, für die Community, machen immer ihr eigenes Ding. Man kann die Leute nicht zwingen, miteinander zu spielen, verständlich. Aber wenn genau diese Leute dann, die Fleißigen, die Admins, die so viel Mühe und Zeit reinstecken, dann dumm anmachen. Das war der Moment, wo bei mir, zack, der schreit doch nicht so, boah, ihr kleinen Dreckigen. Zum Beispiel dieser eine Typ, der schreibt, yo, mit dem Wechsel wird die Gruppe hier sterben, die Community hier. Der Typ verwendet Discord, raidet in Schwabing, kein Problem. Hat schon Telegram, benutzt sie für jeden anderen Stadtteil, aber wenn unser Stadtteil jetzt
auf Telegram wechselt, dann ist es ein Problem. Der Typ, der mit seinen Leuten jeden anderen ausschließt und immer selber raidet, der Typ, der die Community tötet durch das ganze Ausschließen und selber raiden, der macht jetzt den Maul auf und sagt, dass wir damit mit diesem Wechsel die Community töten. Alter, ich bin so ausgeflippt. Da war noch diese andere. Problem, Kinder. Wir kommen noch gleich darauf, weil die macht jetzt schon wieder Probleme. Die schreibt so, jo, die Admins sind so schlecht. Man sollte euch alle kicken und so. Ich denke mir, Digga, willst du mich verarschen? Willst du mich wirklich verarschen? Die Admins, ich, ihr kennt ja die Videos, wo ich angefangen habe, die Community zu supporten, die ganze Raid-Touren gestartet habe für die Raid-Stunden und dies, das, wo ich mir echt Mühe gegeben habe. Ich denke mir, ja, du, der nie was für die Community macht, regt sich über mich auf und die anderen, die alles versuchen, damit die Raids zustande kommen, die Community da gestärkt wird. Während du da fleißig mit deinen eigenen Leuten da eure eigenen Raids macht und euch nie anmeldet und alle anderen ausschließt und euch über die lustig macht. Alter, ich bin da so ausgeflippt. Soll ich euch zeigen, was ich geschrieben habe? Ich schau mal, wenn ich das finde. Hier kommt ein kurzer Cut. Okay, ich so, schreibt ihr von Horn. Jo, sie kann dankbar sein für alle Raids, die ich mitgemacht habe, um zu helfen, obwohl ich die Raids nicht gebraucht habe. Und für alle unnötigen Nummern, die ich hinzufügen musste und für alle Nachrichten, die ich beantworten musste. Für alle Raid-Stunden, die ich organisiert habe, weil der Norden so asozial ist, dass nichts zustande kommt. Und dann kommen solche Leute, solche undankbaren Leute, die noch nie etwas für den Norden getan haben und sagen dann sowas. Also im Sinne von, was sie gesagt hat mit, die Admins sollten entfernt werden, weil die nichts machen. Ohne uns gäbe es nur die Assi-Gang, die unter sich raidet und jeden anderen ausschließt. Die Assi-Gang, das sind angeführt von so einem alten Mann. Der alte Mann ist jetzt nicht so schlimm, er ist einfach nur verbittert. Die haben schon immer ihr Ding gemacht, aber ist halt normal. Manche Klicken bilden sich. Aber ist halt irgendwie auch aus dem Fugen geraten, wo die halt immer mehr übertrieben haben. Angefangen mit Absicht immer später, also mit Absicht später zu X-Rays gekommen, im Sinne von, die machen den alleine später. Demonstrativ irgendwie einfach 10 Minuten später, nur um nicht mit der Menge mitzumachen. Lässt dann immer über andere ab, machen sich immer über die schlechten Spieler lustig, also die möchte gern elitären Spieler, weißt. Es gab auch mal einen Vorfall, da konnte ich auch schon nicht mehr mich zurückhalten. Da haben sich 4-5 Leute zu einem Raid angemeldet und die haben den Raid abgesagt, weil die Angst hatten oder sich nicht sicher waren, ob die den schaffen. Und dann kommt von denen so dumme Nachrichten wie so Fragezeichen, so im Sinne von, hey, wieso sagt ihr sowas ab und so. Und dann musste ich meinen Senf dazu geben. Ich habe geschrieben, yo, nicht jeder ist so ein krasser Meistertrainer wie ihr. Anstatt da die Leute so dumm anzumachen, solltet ihr der Community einfach mal helfen und den Leuten Mut zu sprechen, denen vielleicht sagen, dass die es schaffen zu 4-5, dass das kein Problem ist, denen die perfekten Konter zeigen, einfach mal was für die Community machen und nicht ständig irgendwie ablästern und irgendjemanden down runterdrücken. Hab dann eine Menge Support bekommen, so viele Nachrichten, boah, endlich einer, der mal was gegen die sagt und so, weil ich habe ihr Ding machen lassen, hat mich jetzt nicht so gejuckt. Was soll man machen, weißt? Ich bin nicht deren Vater, wenn die in ihrer Kindheit nicht die richtigen Werte gelehrt bekommen haben. Ist es nicht mein Job, das zu machen. Dachte ich mir, aber das ist so wie, du baust einen Sandkasten, eine Sandburg und da kommt einer und zerstört die. Okay, du kannst ihn halt nicht stoppen, du kannst ihn halt irgendwie gewaltsam stoppen und sagen, yo, verpiss dich oder sowas. Aber du kannst halt auch einfach schneller deine Sandburg bauen, fester, stärker, was weiß ich. Aber wenn dieser Typ dann auf einmal sagt, yo, wieso ist die Sandburg noch nicht fertig? Das war der Moment, wo ich ausgeflippt bin. Das war eine Rage-Stunde und wir haben halt natürlich wieder versucht, die Orte zu organisieren. Es haben sich auch ein paar eingetragen, denen wir dann geholfen haben. Eine Kollegin, die wollte eigentlich gar nicht die volle Rage-Stunde mitmachen, wollte eigentlich schon früher gehen, weil sie einen Termin hat. Aber es hat sich halt so ergeben, dass die Leute noch Hilfe gebraucht haben und sie hat allen geholfen. Einer hatte keinen Akku mehr, dann ist sie noch da geblieben wegen Powerbank. Hat dann dafür gesorgt, dass alle in den Raid kommen, weil es so viel Chaos gibt. Und dann noch versucht, dass die anderen, die ein bisschen weiter weg sind, noch einen Raid zustande bekommen. Und die ist das, also sie hat sich böse viel Mühe gegeben. Okay? Seid ihr noch mit dabei? Und dann haben wir den Raid fertig gemacht. Ich komme hier so nach Hause. Die anderen kommen mir entgegen. Also die Assi-Gruppe, die immer alleine raidet, aber immer labert, dass die Gruppe so schlecht ist, aber nie was dafür tut. Genau die, die gesagt haben, boah, die Gruppe wird es schämen wegen Telegram, genau die, die gesagt hat,
die Admins machen nichts. Und vergesst nicht, der Admin hat gerade sich den Arsch aufgerissen, damit jeder bei der Rage-Stunde da mitmachen kann und zurechtkommt. Die ihr Maul aufgerissen haben, kommen mir so entgegen. Alter, ich war noch nie so wütend in meinem Leben. Okay, schon lange nicht mehr. Ich war schon wütend, aber ich war schon lange nicht mehr so wütend. Und wer mein Neuhausen-Video gesehen hat und denkt, warum, wieso flippst du so aus wegen deswegen? Ich war da nicht so. Das war nichts dagegen. Die kommen mir so entgegen. Ich spucke. Nein, ich spucke nicht vor deren Füße oder sie an. Das wäre verrückt, Mann. Die gehen so. Also ich gehe so. Die gehen an mir vorbei. Ich spucke auf die andere Seite. Demonstrativ, aber so richtig laut. So. Im Sinne von, ich spucke sie an, aber natürlich. Und das war nicht mal annähernd in der Nähe. Weil die gehen so, ich gehe so und ich spucke dahin. Wisst ihr, was ich meine? Das war so der Höhepunkt. Und da kam natürlich am nächsten Morgen so Nachrichten, boah, so asozial, mit so solchen Leuten will ich nicht reden. Ich zeige euch mal wieder, was ich geschrieben habe. Also erstmal habe ich zur Seite gespuckt und nicht vor deine Füße. Muss ich übertreiben. Zweitens, spiel nicht das Opfer. Tust so, als würdest du wieder das Bestandskämpfer sein. Als gäbe es euch nur, weil ihr nicht zu Telegram wechseln wolltet. Weil der Wechsel auf Telegram haben die irgendwie genutzt, um, wie gesagt, da ist das vorher erst entfacht, auch wenn die davor schon ihr Ding gemacht haben und alle gelangweilt haben und gestresst haben. Erst da ging es dann los, wo ich mich nicht mehr zurückhalten konnte. Als gäbe es euch nur, weil ihr nicht zu Telegram wechseln wolltet, euch gibt es schon lange und deswegen legt es einen umso mehr auf. Die Welle schieben wegen Telegram und rumheulen, sind die eh die ganze Zeit alleine reden und auf die Gruppe scheißen. Das ist halt das, was mich aufregt. Scheiß auf die Gruppe, okay, ich kann dich nicht zwingen dazu. Aber wenn du auf die Gruppe scheißt und dann auch noch dein Mal aufreißt, das ist der Punkt, wo ich nicht mehr mich zurückhalten kann. Hast ja nur so leicht reden, weil du Teil der Gruppe bist. Stell dir vor, du wärst nicht dabei, sondern einer der vielen, die krampfhaft versuchen, einen Raid zu machen, während eure auserwählte Elite zur selben Zeit genau den Raid macht, den die Kleinen hier krampfhaft versuchen zu machen, aber nichts sagen. Mein Verhalten hat absolut nichts damit zu tun, dass ich Admin... Ah, okay, das ist nochmal extra schön auf Admin sein gegangen. Die Admin fühlen sich so cool und so, blablabla. Digga, ich wusste nicht mal, dass ich in Telegram Admin bin. Weißt du, was ich meine? Als würde mich das jucken, ob ich Admin bin oder nicht. Und seitdem gibt es so ein Beef, immer hin und her. Ich habe meine Meinung oft gesagt, dass ich es nicht verstehen kann. Man kann doch einfach einen Raid melden, man muss sich ja nicht mit den anderen verstehen, man muss nicht mal mit den Leuten reden. Aber wenn man einen Raid macht, auch die untereinander in ihrer Gruppe, was weiß ich, ist ja egal. Die können Raid planen und dann, wenn sie den machen, aber dann anmelden, sodass ein, zwei andere, die vielleicht spontan da sind oder so, mitmachen können. Einfach so. Das ist das, was ich will, ist ja nicht so schlimm. Die müssen nicht mit den Leuten reden oder dies, das. Zwingt ja keiner die dazu. Die können weiter in ihre Ecke da alleine sich abgrenzen. Aber wenn sie einen Raid machen, können sie das ja den anderen mitteilen. Und irgendjemand, der in der Nähe ist, der macht den vielleicht mit. Passiert ja öfters, als man denkt, dass da spontan noch einer mitmacht. Und das verstehen die Leute irgendwie nicht. Also die Bösen. Zum Beispiel gestern, dieser eine, der immer rummeckert. Fleißig raidet er in Milbertshofen. Also ein Stadtteil weiter unter uns. Wo ich mir denke, ja, das ist aber auch nur möglich, weil die dort jeden Raid melden. Stell dir vor, die wären so wie er und seine Gruppe und würden alles nur hier, da so machen, ohne irgendwas zu melden. Wie kommt er dann an diese Raids von denen? Gar nicht. Und das will ich, dass er das begreift, aber er checkt sich oder die checken sich. Es sind ja mehrere. Ist ja nicht ein einziger, der nichts im Kopf hat, sondern echt 5, 6, 7 Leute. Echt verrückt. Keiner zwingt die irgendwie mit der Community hier Best Buddy zu sein, sondern einfach, wenn die einen Raid machen, meldet sie doch, dass jeder den mitmachen kann. Und seitdem gibt es halt immer dieses Hin und Her. Heute schon wieder auch auf dem Weg hier hat eine Kollegin, die beim Raid gesehen. Mit dabei waren aber jetzt neue Leute, die vorher, aber auch immer von denen ausgegrenzt wurden und nicht so mit denen waren. Aber jetzt neu in die Gruppe wahrscheinlich aufgenommen wurden. Davor hieß es dann nämlich noch, immer alleine raiden, boah, das stimmt nicht mit denen. Also auch, fanden die auch nicht korrekt, immer alleine zu raiden. Aber jetzt, wo sie innen sind, in der Gruppe, da ist es ja kein Problem. Lass sie doch machen, was sie wollen, sagen die jetzt. Ist doch nicht so schlimm. Ja, an sich ist es nicht schlimm. Aber dann regt euch nicht auf, wenn kein Raid zustande kommt. Dann regt euch nicht auf, wenn dies und das, wenn die immer weniger. Jetzt wurde wieder gut gestärkt, weil wieder alle Raids gemeldet werden.
und irgendwelche kleinen Leute das sehen und immer mehr neue fremde Leute kommen. Und das geht halt nur, wenn immer Raids gemeldet werden. Aber wenn jeder jetzt so wäre oder wenn die weiter die Kontrolle gehabt hätten, kein Raid wird gemeldet, die raiden unter sich, irgendwelche kleinen hier und da, keine Chance. Und das geht ja nicht, das ist das Problem. Und irgendwie, wir sind die Bösen, es gab wieder eine neue Nachricht, ich muss neue Informationen sammeln. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, heute, wie gesagt, heute gibt es wieder Tumult. Diese eine, die immer irgendwas schreibt, die war halt heute mit dabei. Und das ist die, die in der Gruppe sich aber immer als Engel aufspielt und sagt diplomatisch und sich irgendwie angegriffen fühlt und so. Boah, aber hey, ich bin doch immer für die Gruppe gewesen. Ich melde mich immer an und ich rede mit jedem. Ich schließe hier niemanden aus. Ja, und deswegen warst du heute auch wieder mal, nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, geheimreden. Weißt du, was ich meine? Ich check's nicht. Die hätten auch den Raid anmelden können. 4, 5 Leute meldet sie an. Vielleicht ist da irgendjemand, der den mitmachen will. Es ist so komisch. Und wir sind die Bösen, weil wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt eine Kollegin hat geschrieben, hat die angeschrieben. Moment, ich schalte das mal aus. Hat die angeschrieben und gefragt, nur aus Interesse halber, ey, was ist jetzt eigentlich los? In der Gruppe spielst du dich immer als Engel auf und diplomatisch, aber jetzt am Ende redest du ja doch wieder heimlich und schießt die anderen aus. Ich habe natürlich keine sinnvolle Antwort, nur Gelaber. Und übrigens, die so lautstark jetzt die ganze Zeit gegen Telegram gelabert haben, sind die, die es jetzt momentan sehr, sehr fleißig nutzen. Also typisch, wie immer typisch. Und das regt auf. Ich meine, ich bin froh, dass jetzt viele und das alles mit denen, die es machen, gut funktioniert. Viele Raids kommen zustande, Raidstunden kommen jetzt auch zustande und es läuft. Aber die langweilen mich halt so hart, Mann. Es hat mir jetzt echt geholfen. Ich habe mich wieder abreagiert. Vielleicht habt ihr meinen Zorn auch hier und da mal aufblitzen sehen, aber das langweilt mich jetzt so hart, Mann. Aber ich check's halt nicht, weil zum Beispiel, wie gesagt, der Typ raidet fleißig in jedem anderen Stadtteil und profitiert davon, von der Map, dass er die ganzen Raids sieht. Weil, wie gesagt, davor hätte er das natürlich keine Chance gehabt. B, davon, dass andere Leute offen sind und die Raids melden und offen sind, mit anderen zu raiden. Und anderen die Möglichkeit geben zu raiden. Aber trotzdem, immer noch, ich check's nicht, wieso es nicht in die Köpfe von denen geht, raiden die geheim und schließen alle anderen aus. Meldet es doch einfach an. Ein Knopfdruck, das ist ja das Geile an Telegram. Man muss einfach nur auf den Raid gehen und da klickt man auf die Uhrzeit, wo man starten will. Zack, das war's. Man muss kein Text schreiben, nichts. Das war's und man ist angemeldet und jeder kann es sehen und jeder kann dann mitmachen oder nicht mitmachen. Und das kriegen die nicht hin. Aber fleißig miteinander reden, fleißig davon profitieren, ich check's nicht, Mann. Und dann jetzt auch noch Stress machen. Das ist ja das Problem. Verrückt. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Wie gesagt, ich wollte das nur mir von der Seele reden, weil ich check's nicht. Und dann machen diese Leute auch noch Stress, Mann. Das war's von mir, Leute. Ich bin raus.